Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kirby Star Allies. Part 21, um genau zu sein. Das heißt ja, wir neigen uns so langsam dem Ende dieses Projektes. Ich habe mal in meinem privaten Spielstand geguckt, was gibt es denn noch für Level? Und so viele sind es gar nicht mehr. Ich schätze mal, Part 23 oder 24 wird der letzte sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze mal. Also so nach diesem Part werden wahrscheinlich noch 2 bis 3 Parts kommen. Nur, dass ihr euch mal so einstellen könnt. Ne? Hier gab es jetzt, glaube ich, nur ein goldenes Puzzleteil, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Wird nirgends gezeigt, aber ich meine, hier wurde nur ein Puzzleteil angezeigt. Na, hoffe ich mal. Hoffe ich einfach mal. So. Schwupps. Dann hier. So. Warte. Ist da vielleicht auch irgendwo was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Kann auch sein, dass noch irgendwo was kommt. Kann man ja nie wissen. Kann man ja nie wissen. Ja, komm, dann nehme ich Kämpfer als Fähigkeit. Wenn es schon so auf dem Präsentierteller liegt, sozusagen. Ja, mache ich so. Ach, hier ist schon ein Bosskampf. Okay, dann kann ich das. Wartet mal. Dann würde ich ganz gern das Level neu starten. Hä, aber wo? Dann irgendwo bei diesen Schrägen, oder? Schätze ich mal. Ich hoffe, für euch ist es okay, dass ich das Level neu starte. Aber ich möchte es nicht gern nochmal komplett spielen. Wäre ein bisschen blöd für mich. Okay. Wir warten jetzt mal genauer. Okay. Hier ist schon mal nichts, ne? Okay. Aber bei irgendeiner Schräge muss irgendwas sein. Sonst ist ja in dem Level nichts, ne? Okay, hier mal schauen. Hier ist auch nichts, okay. Hier oben vielleicht irgendwo. Auch nicht, okay. Halt, hier ist eine. Da ist eine Truhe, habe ich gesehen. So eine Box. Wartet mal. Da ist ein Bonusraum. Da ist ein Bonusraum einfach nur. Und ich übersehe diesen Bonusraum. Wow, Manuel, das hast du sehr toll gemacht. Das hast du super gemacht. Das ist ganz toll. Das ist super duper toll. Das ist ganz arg toll. Ehrlich. Wow, da muss ich ausweichen, ne? Ja, hier ist es auch, das goldene Puzzleteil. Hätte man sich auch denken können, ehrlich. Ich war einfach zu schnell. Sage ich mal. Ich war einfach ein bisschen übermotiviert so. Ja, ich schaffe das Level. Und dann so plötzlich, hä? Bosskampf? Okay. Naja, passiert. Dafür haben wir ja nicht lange gebraucht, um das wieder herauszufinden, ne? Ist ja ganz chillig. So. Dora. Unser Kebel. Und König Dedede wird ersetzt. So, dann haben wir alle wieder volle Leben. Ah, hier wäre eben Bonbon gewesen. Ja, egal. Nicht so tragisch. So. Hier jetzt wieder ein dunkles Herz, ne? Muhaha. Wer hätte gedacht, dass mich die Suche nach den Stücken des Störherzens
wieder zu dir führt, Kügelchen. Wenn da nicht die feurigen Flammen des Schicksals ihre Zunge im Spiel haben. Ja, jetzt habe ich die richtige Temperatur für meine Flammen, meine ich. Aufgepasst, du kugelige Knalltüte. Im Namen von Lord Heines verwandle ich dich in einen feurigen Ball der Lästigkeit. Flammende Rache, Flammenberger. Ja, wir haben sie ja schon mal besiegt. Deshalb flammende Rache. Ich weiß gar nicht, wie sie das erste Mal bezeichnet wurde. Aber flammende Rache passt auf jeden Fall ganz gut, weil, wie gesagt, wir... Hoppla. Wir haben sie ja schon mal besiegt. Also ich nehme an, es ist eine sie. Weil Flammenberger, das hört sich jetzt nicht unbedingt männlich an, ne? So. Und auch die langen Haare. Auch die langen Haare lassen mich das vermuten. Komm, Freunde, mach mal ein bisschen was hier. Mit der Flammenberger hier. Komm, greift an. Greift schon an, genau. So. Jetzt kriegt sie noch ein paar drauf. Ja, okay, ungefähr die Hälfte abgezogen. Ungefähr die Hälfte dürfte abgezogen sein, wenn ich das richtig der Energieleiste entnehmen kann. Ne? Oh, gleich haben wir sie besiegt. Gleich haben wir sie besiegt. Sie hat nicht mehr viel Energie. Wow, aber einige Schwerter hat sie noch. Einige Schwerter hat sie. So, komm. Besiegen wir sie. Zack. Jawohl. Nice. Da fliegt sie auch schon weg. Wir haben die flammende Rache besiegt. Nix da, Rache. Ich habe Rache an dir genommen, ja? Auch wenn ich das letzte Mal schon gewonnen habe, weil ich einfach zu gut bin, ja? Na. So. Goldenes Puzzleteil habe ich ja nachgeholt, wenn man das so sagen kann. So halb nachgeholt. So, oh, ich habe was übersehen. Level neu starten. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, denke ich. So. Mundputzo ist geschafft. Und hier nochmal ein Rückblick dieser ganzen Welt. Und diese rote Mauer geht kaputt, öffnet sich, wie auch immer. Wir haben einen neuen Weg, den wir betreten können, ne? So, okay, Levelliste. Basis stört Sandra oder wie auch immer. Aber warte mal, hier ist doch noch ein Zusatzplanet. Gibt es da noch ein Level mit großem Schalter? Muss ja eigentlich fast. Oder kommt es noch auf dem Zwischenweg? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt erstmal dieses Level hier. Basis Störkandra oder Sandra oder wie auch immer. Ja. Wir sind jetzt in der Basis angekommen, ne? Scheint mir so. Wenn man das richtig dem Levelnamen entnehmen darf. So. Okay, was müssen wir hier machen? Hier öffnen sich uns wieder Wege. Oh, shitting. Ich dachte, da oben geht's vielleicht auch weiter. Ja, egal. Nicht schlimm. Hauptsache, es war am Anfang des Levels. Dann ist es nicht tragisch. Dann ist es nicht so tragisch. Ah, wir spawnen ja sogar wieder hier. Dann ist es ja erst recht nicht schlimm, ne? Gut. Da oben gibt's wohl nichts. Aber hier gibt es ein Puzzleteil. Okay. Gibt es jetzt hier oben was? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Wäre komisch, wenn doch. Okay. Hier jetzt ein paar Gegner besiegen. Achso, der hat gar keinen Stab. Ich dachte, den kann ich als Freund aufnehmen.
Oh, warte, aber den Pipo Peng kann ich als Freund aufnehmen. Komm, Pipo Peng. Genau. So. Gibt's sonst was an Fähigkeiten? Nee. Oh, schade. Ich wollte mir jetzt eigentlich eine neue Fähigkeit holen. Dann sauge ich halt hier. So. Okay, so, hier. Oh, und Bomben kommen auch noch. Bomben kommen auch noch, okay. Oh, und Burger. Lecker. Schmackofatz. So. Ich glaube, die Einsaugmethode ist gar nicht schlecht. Ohne Power-Up. So. Okay. Jetzt noch diese Masken. Und weiter geht's. Ich schätze mal, hier war auch kein goldenes Puzzleteil. Schätze ich mal. So. Schön ausweichen. Und hier eine neue Fähigkeit für mich. Oh shit, jetzt habe ich es weggeschmissen. Aber egal. Hier gibt es noch einen Stab. Dann halt das. Ist auch in Ordnung. Ah, und hier gibt es wieder den Freundesstern. Oder? Das ist doch Freundesstern. Ach nee. Diese Kugel. Freundeskreis. Okay. Okay. Soll mir auch recht sein. Soll mir auch recht sein. So, hier den Schalter aktivieren. Hier noch ein One-Up mitnehmen. Okay, bei 99 ist doch nicht Schluss. Ich habe jetzt schon 100 Leben. Ich weiß gar nicht mehr. Geht es dann überhaupt noch über die 100 hinaus? Sind es dann sozusagen unendlich Leben? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, wir haben schon 101. Ja, dann geht's auch über 100 hinaus. Ich dachte, bei 99 wäre Schluss. Habe ich mich wohl getäuscht. Oh, hier, Feuer. Das nehme ich mir gerade mal. Oh, und dann brauchen wir noch einen Bumerang-Typen. Oh, da hatte ich eh schon einen. Ja, egal. Und einen Steintypen. Und einen Steintypen, genau. Dann müsst ihr hier unten irgendwas machen. Halt mal. Ich muss erst das Feuer anzünden, oder? Dann ist wahrscheinlich der Weg dort offen. Oder wie? Wie darf ich das verstehen? Ah, hier oben ist erst eine Bombe. Ah, erst Bumerang. Und dann muss ich mit meinem Feuer kommen. Komm, Bumerang-Typ. Mann, dieser Bumerang-Typ ist blöde im Kopf. Jetzt schneid doch mal das hier durch, ja? Schneid mal das Seil durch. Sag mal, ist der komplett blöde im Kopf? Da hole ich mir halt einen anderen Feuertypen. Wie blöd kann man sein? Hm, da ist ein Seil, ich habe einen Bumerang, ich schneid's nicht durch. Dann halt so. Da brauche ich einen Feuerbumerang oder was? Was weiß ich? Was weiß ich? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja, tatsächlich. Feuerbumerang war die Lösung. Und hier brauchen wir einen Eisscheiß-Typen. Einen Eisscheiß-Typen. So. Ah, für den Steintypen. Ne? So, genau. Dann fällt er hier gegen. Ah, verschiebt das Seil. Dann kann ich das Seil anzünden. Und das geht dann rüber zur Kanone, ne? Genau. So, jetzt schnell sein, Freunde. Freunde, seid schnell. Schneller rein. Hopp, 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 hopp. Das war aber knapp. Und hier oben dürfte doch dann das goldene Puzzleteil sein. Nehme ich mal an, oder? Nehme ich mal stark an.
tatsächlich. Nice. Oh, oh, oh. Cheating. Cheating. Den nehme ich mit. Nein! Jetzt habe ich den Feuerboomerang gekriegt. Spawnt der wieder. Ja. Ich will keinen Feuerboomerang. Popstar, beste Fähigkeit. Auch wenn man sie nur dreimal benutzen kann. Aber die ist so dermaßen stark. Ey, falls sie zum Bosskampf oder so kommt. Dann ist es OP. Dann ist es mal wieder OP. Okay. Die lahmen Gegner überlasse ich meinen Freunden. Die lahmen Gegner, ne? Ja, besiegt mal. Besiegt mal die lahmarschigen Gegner hier. Freunde. Jawohl. Weil so Dinge wie Popstar sollte man sich gut aufbewahren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm hinterher, Freunde. Hinterher. Komm, haut drauf. Haut drauf. Hier. Okay, geht weiter. Da kommt bestimmt irgendein Boss oder sowas. Nehme ich sehr stark an. Nehme ich sehr stark an. Okay. Besiegt mal die Gegner, Freunde. Oh, Shitting, da ist so ein Idiot gestorben. Ach, mit X. Ich möchte ihn wiederbeleben. So, danke. Danke sehr. Kann jetzt mal ein richtiger Bosskampf kommen? Ach komm, mir egal. Verschwende ich es halt für so unnötige Gegner. So, ja. Passt schon. Oh, was ist denn mit euch los? Warum seid ihr solche Idioten? Mann, ey, ich sterb auch gleich. Warum habe ich solche Idioten als Freunde? Mein Gott. Und immer noch nicht das goldene Puls. Ah doch, das haben wir doch schon. Ich Idiot. Ah. Schirm ist nicht so gut. Komm, nehme ich lieber Putzfimmel als Fähigkeit. So, hier wieder dieser Freundeskreis. Genau. So. They see me rolling. Genau. Gut. Gut. Okay. Dann kommt jetzt wieder aufs Timing an. Ja. Diese, allgemein diese Freundesfähigkeiten haben sehr viel mit Timing zu tun. Jetzt mal abgesehen von was war's? Vom... Jetzt mal abgesehen vom Freundesstern, da geht es jetzt nicht so im Timing, aber die anderen Freundes-Sachen, ja doch, haben meistens was mit Timing zu tun, habe ich so das Gefühl, ne? Oder liege ich da falsch? Was sagt ihr, Leute? So, hier ist auf jeden Fall das Ziel. Und, ja, wir haben heute wieder 2 Level geschafft. Ich würde sagen, wenn euch dieser Part von Kirby Star Allies gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über positive oder konstruktive Kritik freuen. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich, also nach meinem Gefühl, noch 2 bis 3 Parts geben. Und ja, dann würde ich sagen, danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.